jetzt noch einmal, bitte. Gut, mein Name ist Dietmar Schmidt. Ich bin im November 1939 in Grün geboren. Wir sind im April 1945 von Grün weg, weil mein Vater, der war in einer kriegswichtigen Firma und seine Abteilung ist dann verlegt worden in die Gegend südlich von Prag. Wir haben dann einen auch dreitägigen Todesmarsch mitgemacht von dort nach Prag, waren dort im alten Staffelstadion interniert. Das war ja die große Sammelstelle für die Deutschen. Und die Tschechen haben dort ja die jungen Männer alle darauf untersucht, ob sie eine Tätowierung unterm Arm haben. Das war das Zeichen für die SS. Und dann haben die in die Latrinen reingeschossen. Im Strachhofstadion ist mein jüngerer Bruder mit 15 Monaten gestorben. Wir sind dann später nach Kojetis, das ist so etwa 30 Kilometer nördlich von Prag, gekommen, waren da fast ein Jahr. Die Eltern mussten da natürlich arbeiten und sind dann über das Lager Hagibor. Das Hagibor war also früher das KZ in Prag, wo dann nach dem Krieg eben die Deutschen untergebracht worden sind. Über das Lager Hagibor dann rausgekommen nach Unterfranken, nach Bad König, damals noch nicht Bad, aber Königshofen in Unterfranken, und sind dann 1948 ins Rheinland gezogen. Und ich lebe seit 1959 in München.